bin Martina Stamm-Fiebig und seit September 2013 Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Erlangen. Der Wahlkreis Erlangen besteht aus der Stadt Erlangen und dem Landkreis Erlangen-Höchstadt. Zudem bin ich Kreisrätin. Ich bin also Berufspolitikerin und die wenige Zeit, die mir bleibt im Wahlkreis hier zu Hause, muss ich genauso wie viele andere natürlich mit Dingen verbringen wie Hausarbeit und Gartenarbeit. Ansonsten gehe ich sehr gern spazieren und da gibt es im Landkreis wirklich sehr viele schöne Flecken, die es zu erkunden gibt. Die Sitzungswochen beginnen in der Regel schon sehr früh. Um 5 Uhr stehe ich auf. Kurz vor 7 mache ich mich dann auf den Weg zum Flughafen. Ja, ich benutze immer noch das Flugzeug. Die neue ICE-Strecke lässt immer noch auf sich warten. Und dann bin ich kurz nach 8 in der Luft und so um spätestens 10 Uhr dann in meinem Büro in Berlin. Die SPD-Bundestagsfraktion hat im Augenblick 193 Abgeordnete, davon kommen 22 aus Bayern. Eine davon bin ich im Ausschuss für Gesundheit und Petitionen, den ich wirklich schätzen gelernt habe, weil ich direkt mit den Anliegen der Bürgerinnen und Bürger konfrontiert werde. Bin ich ordentliches Mitglied, stellvertretendes Mitglied bin ich im Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Der persönliche Kontakt zu meinen Wählerinnen und Wählern und auch zu den Bürgerinnen und Bürgern darüber hinaus ist mir extrem wichtig. Politik muss sich an den Bedürfnissen der Menschen vor Ort und auch im Land orientieren und das ist für mich auch Richtschnur. Ich denke, dass ich durch meine Arbeit, die ich hatte, bevor ich in den Bundestag einzog, als Betriebsrätin in einem Unternehmen, sehr wohl weiß, wo die Sorgen im beruflichen, aber auch im privaten Umfeld liegen. Die SPD hat in der laufenden Legislatur in der Großen Koalition sehr viele wegweisende Dinge auf den Weg gebracht. Als Beispiele nur der Mindestlohn, die Frauenquote, der Doppelpass und auch sehr viele Dinge aus dem Bereich der Gesundheit, wie die Reform der Pflegeversicherung, das Pflegesteigerungsgesetz 1 und 2 und das Pflegesteigerungsgesetz 3, was noch kommen wird. Ich bin der Meinung, dass wir das, was wir versprochen haben, gehalten haben und von der SPD-Fraktion umgesetzt haben, was wir auch den Wählerinnen und Wählern im Wahlkampf versprochen haben. Politik lebt vom Dialog. Ich würde mir wünschen, dass viel mehr Mitbürgerinnen und Mitbürger sich an ihre Abgeordneten wenden, sie wirklich fragen, mit dem, was sie bedrückt, zu ihnen kommen. Meine Tür steht immer offen. Durch meine Arbeit im Ausschuss für Gesundheit und auch im Petitionsausschuss ist mir klar, dass das Kernanliegen der SPD, das wir seit Jahren verfolgen, die Bürgerversicherung sowohl für die Kranken als auch für die Pflegeversicherung kommen muss. Wir müssen den hohen Standard, den wir in der Gesundheit vor allem haben, aber auch in der Pflege bekommen müssen, aufgrund der Demografie, viel mehr Beitragszahler in unser System holen. Und es kann nicht sozial gerecht sein, wenn immer mehr Menschen in einer privaten Krankenversicherung nur im sogenannten Basistarif versichert sind. Die Stadt Erlangen und der Landkreis Erlangen-Höchstadt sind eine sehr strukturstarke Region. Das hat natürlich auch Schattenseiten. Der bezahlbare Wohnraum wird immer mehr zu einem Problem. Sowohl in der Stadt wie auch schon im Landkreis Erlangen-Höchstadt ist es kaum mehr möglich, günstigen Wohnraum für Einkommensschwächere zur Verfügung zu stellen. Dafür werde ich mich einsetzen und dafür werde ich auch mich stark machen, dass wir hier zeitnah Lösungen finden, dass auch Menschen mit niedrigem Einkommen vernünftig wohnen können.